Willkommen in meiner Küche. Heute kochen wir in unserem Kalli Spaghetti, denn das geht auch. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber unsere liebe Manuela hat das schon getestet mit dem Gourmet Max. Und der Gourmet Max ist ja der Vorgänger vom Kalli Kocht, also sollte es ja hier drin auch funktionieren. So, wir brauchen 1800 Gramm Wasser, 500 Gramm Spaghetti, 2 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Öl. Jetzt habe ich schon irgendwo gelesen, es sollten Spaghetti Nummer 5 sein. Die haben 8 Minuten Kochzeit. Die Kochzeit richtet sich auch wirklich immer nach der Packungsangabe. Also bitte immer lesen. Ich habe jetzt zum Teil mein Wasser schon im Wasserkocher heiß gemacht, damit das schneller geht. Aber bevor das reinkommt, ist ganz wichtig, brauchen wir unseren Klinkenschutz. Normalerweise ist das Rezept auch mal wieder für eine andere Maschine. Die hat einen Linkslauf. Unser Kalli hat den leider nicht. Deswegen stecke ich jetzt einfach meinen Klinkenschutz drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich mache es nochmal. So, mal schauen, ob man das in der Kamera sieht. So, steckt schon drauf. Ich teste auch immer noch einmal, ob es auch fest ist. Aber ab und zu habe ich auch schon mal das Glück, dass er mir runterfliegt. Und da wir gleich keinen Spaghetti-Brei haben möchten, sondern richtige Spaghetti, wäre es halt gut, dass er richtig sitzt. So, wie gesagt, als erstes müssen wir jetzt unser Wasser zum Kochen bringen. Das wäre normalerweise 12 Minuten 100 Grad Stufe 1. Bei mir verschwitzt sich gleich die Zeit, dadurch, dass ich schon heißes Wasser mit drin habe. So, jetzt machen wir aber eben das Salz noch rein. 1, 2. Und den Teelöffel Olivenöl. Naja, war jetzt ein bisschen mehr wie ein. Soll wohl klappen. Wäre schlimm, wenn es daran scheitert. So, aber jetzt überlege ich mir gerade, da das ja kochen soll, schiebe ich mir das Ganze mal eben auf mein Herd drauf. Deswegen ist Kalli auch immer auf so ein schönes Brettchen drauf. Da kann ich hingehen und den einfach bewegen, auch wenn der schon heiß ist und ich das mal wieder vergessen habe. Schiebe ich den einfach rüber auf den Herd. Und schon steht er unter der Abzugshaube. So, jetzt seid ihr wieder da. Ich weiß nicht, warum sich gerade die Kamera ausgestellt hat. Egal. Ja gut, dann fangen wir jetzt mal an. Ich stelle mal ganz normal erst auf 12 Minuten ein. Temperatur haben wir gesagt 100 Grad. Stufe reicht 1. Das Wasser kocht. Jetzt nehmen wir einfach die Spaghetti. Und geben die hier oben rein. Aufpassen, der Dampf ist natürlich heiß. Sieht schon ulkig aus. Ich will gucken, dass ich die anderen auch noch wieder mit reinkriege. Ja. Also man sollte aufpassen, dass man wirklich alle gleichzeitig reinkommt. Dann ist es doch einfacher. Ich lasse die anderen jetzt weg, denn das wird schon nichts bringen. Ich versuche das noch ein bisschen so runter zu drücken. So, und jetzt gehen wir hin und stellen die Zeit auf 8 Minuten und die Temperatur runter auf 90 Grad. Huch, das war die falsche Taste. So. Immer so ein bisschen runterdrücken, die eine fällt wieder runter. Nicht sein, das ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Nehmen die mal da weg. Fällt gleich noch die nächste. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ich gehe mal eben auf Stopp. So, die Uhrzeit bleibt da stehen, die können wir gleich weiter einstellen. Und ich sehe jetzt mal zu, dass ich mal eben die anderen so weiter reindrücke. Dann sollte das nämlich nicht mehr passieren. Wichtig ist, dass ihr den Messbecher auch runterlasst. Da unten sind die natürlich schon weich, die Nudeln. Deswegen kann man die jetzt schon so ein bisschen runterdrücken. Und dann passiert das nicht mehr, dass die oben noch rausfallen.
Jetzt einfach wieder auf Start drücken und Kali läuft weiter. Da kommt doch noch eine raus. Wir drücken sich noch wieder ein bisschen hoch. Ich lasse das jetzt mal mitten runter drücken. Vielleicht zieht er sich die jetzt auch von ganz alleine dazu. Manuela hat in ihrem Video nur 250 Gramm Spaghetti gehabt. Vielleicht geht es damit auch einfacher. Aber laut Rezept sollte der eigentlich 500 Gramm auch schaffen. Also man sieht, dass Bewegung drin ist. Sie gehen hoch und runter. Garzeit muss ich gleich eventuell noch mal ein, zwei Minuten dazugeben, denn die jetzt hier oben noch sind, ist klar, die können ja noch gar nicht gekocht werden. Schub sie jetzt noch mal rein. Tun wir mal eben meinen Spatel dazu. So, jetzt sind sie gleich weg. So, jetzt sind sie gleich alle komplett im Wasser. Jetzt schaue ich mal, ob das klappt, wenn man die anderen Spaghetti noch wieder dazu gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Testen wir einfach. Ich drücke sie jetzt ein bisschen runter. Jetzt dreht sich das wieder schön. Alle ein bisschen rein damit. Wie gesagt, eventuell muss ich gleich die Garzeit noch ein bisschen verlängern. Ich lasse es jetzt erst ganz normal weiterlaufen und probiere sie einfach nach der angegebenen Garzeit. Die letzten Sekunden laufen. Ich habe mir hier schon mal meinen Siebservierer bereitgestellt. Da kann ich gleich super die Spaghetti drin abgießen und halt auch warm halten, da ich gleich noch zu den Spaghetti eine Bolognese-Soße machen werde. So, Kali einmal ausstellen. So, das Wasser ist am Kochen. Ich hole mir mal eben eine Gabel. Und jetzt teste ich mal. Die sehen ganz gut aus. Probier mal eine. Das war das, was ich gerade sagte. Dadurch, dass die ein bisschen länger gebraucht haben, bis die reingezogen wurden, stelle ich die nochmal für eine Minute an. Temperatur auch wieder 90 Grad, Stufe 1. So, die Minute ist rum. Sehen jetzt wirklich gut aus. Ich probiere noch mal eine. Und wie weit die durch sein müssen, ist ja auch eine Geschmackssache, wie die jeder gerne mag. Also ich finde sie jetzt genau passend. Sie sind nicht mehr hart, sind aber auch nicht pampig. Schön locker. Ich mach mal eben den Deckel ab. So, nicht erschrecken. Ich entführe euch jetzt mit der Kamera und zeige euch einmal von innen das Resultat, dass ihr das richtig sehen könnt. Deswegen wackelt das jetzt so ein bisschen. Jetzt gehen wir zur Kamera, also zum Kali. So, und da seht ihr unsere Spaghetti. Diese gieße ich, wie gesagt, nun in meinen Siebservierer und bereite dann die Bolognese-Soße vor. Viel Spaß beim Nachmachen!